Wine. So, Moment mal. Moment. Tja, also so ein Feld, ne, das wäre, glaube ich, bei mir auch das Nächste, was ich bräuchte. Wollen wir nicht eins zusammennehmen? Das passt doch. Ja? Ja. Ist es dann übel? Nein! Kackhühner! Ich brauche einen größeren Hühnerstall. Entschuldigung. Hast du es auch von seinem Leiden erlöst? Warte mal, ich muss erstmal kurz hier die... Das Ding weglegen, so. So, ich bin jetzt mal gleich Bauer Florian und... Bauer Florian? Bauer! Und werde mal ein paar... Weizen... abbauen. Ein paar Weizenöl. So. Obwohl, das macht keinen Sinn. Ich brauche erstmal ein bisschen Platz für Schilder. Oh, ganz viele Kartoschkis! Zack. Ist das halt jetzt alles unten? Ja. Ich hasse mich. Das ist okay. Hier ist das Holz, hier ist das Holz. Fällt es übelst geil. Melonen und Kürbisse brauchen wir dann mal noch. Oh, ich habe übrigens noch nicht so ganz verstanden, wie man das anbaut, die Kürbisse und die Melonen, wie die wachsen. Ne, die brauchst ein Block, wo der Samen gepflanzt wird, ja. Ne, mit Wasser daneben. Ja. Und ein Block, worauf dann die fertige Dings wachsen, entstehen ja, kann. Ja, aber welche Richtung wächst es denn? Ja, dort, wo der nächste Block ist. Naja, rechts davon. Ja, je nachdem, davor. Wo der Block steht. Nee. Naja. Naja, gut. Kannst mir dann nochmal zeigen. So in 4 Monaten oder so, wenn wir dann Melonensamen haben. Melonenkerne haben. So. Eine Ernte: 30 Kartoffeln, 36 Karotten. 14 rote Beete. Das ist eine gute Kalkulation, würde ich sagen. So. Ja. So. Ja, das ist natürlich vollkommen Schwachsinn. Zack, zack, zack. So, Nahrung und Lebensmittel. Holz und Holzprodukte. Stein. Vielleicht wissen das die Zuschauer. Steine. Die Steine. Kann man irgendwie einen Dorfbewohner zu sich locken? Geht das irgendwie? Oder muss man den sich tatsächlich spawnen? Ein Dorfbewohner zu sich locken. Nein. Du weißt es auch nicht, oder, TCM? No. Hm. Leider nicht. Dass man dem auch so eine Karotte vor die Nase hält und dann findet er das übrigens. Ich glaube, das geht bei denen nicht. So. Aber dann mal, das baue ich hier oben mal ab. So, jetzt mach ich mal einen größeren Hühnerstall. Das ganze Zeug hier. Wo baue ich diesen Hühnerstall hin? Achso, da muss ich natürlich... Tratradala, ich hätte auch eine Spitzhacke nehmen können, aber ach komm, Handarbeit, ja.
Ach du Scheiße. Das war sau dämlich. Jetzt habe ich den Ofen eingebüßt. Wenn man den Ofen nämlich nicht mit der Spitzhacke wegmacht, da geht er kaputt. Echt? Ja. Oh, oh, bei mir ist er. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Wissen, ne? Eigentlich ist klar, aber. Ach komm. Ist kein Platz mehr für die. So, großer Hühnerstall. Großer Hühnerstall. Ja. Hühner. Hühnerstall. Das ist vielleicht. Oh, das ist vielleicht ganz nice so. Schön, dass wir gleich ZM gesagt haben. Ich hab's einfach zuerst gedacht. Ich brauch bloß das Werkzeug jetzt wieder. Oh, jetzt warte mal, das Zeug nicht falsch rum hin. Nein! Oh, scheiße. Ich habe viel zu lange nicht mehr Survival gespielt. What have you done? Ich setze meine Zäune ganz komisch hin, weil ich denke, ja, setz einfach hin und wenn es falsch ist. Ja, dann wenn man sich mit verbaut muss, muss nämlich wieder. Ja. Dann hat man es versaubert. Oh, ich muss niesen. Da klappt es nicht mehr. Gesundheit. Danke. Obwohl so eine Werkbank hier, ne? Ist ja eigentlich im Eingangsbereich gar nicht so schlecht. Oh, lass das doch mal. Vielleicht ein bisschen unauffälliger hier in den Boden rein. So. Jetzt machen wir hier noch ein Tor hin. Ein Tor. So, sup. Jetzt machen wir eine Werkbank hin. So. Ja, gut. Was haben wir jetzt? Steine haben wir doch ausreichend. So. Wie viel brauchen wir? 6 Stück. Nein! Doch, klar. Eiche, nicht Birke. Eichel her. So. Alter. Deswegen ist es meine Axt kaputt gegangen. Toll. So. Okay, das ist alles jetzt auch geklärt. Wir brauchen jetzt nur noch massiv Los Kistos. Ja, mehr haben wir nicht rausbekommen. Ist ja wunderbar. Ist ja wunderbar. Ja, gut. Schild. Es wird nochmal, es wird Nacht, wollen wir nochmal. Ja, es geht gerade nicht so gut. Okay. Ich sortiere mir gerade ein. Ja. Zack. So, Sand, Glas. Okay. Und das sowas rein. Warum ist denn. Ja, gut, das ist einfach falsch. So. Ja, Essen. Redstone. Die Kiste muss ich leider schon anfangen, weil ich schon Redstone habe. Nee, das würde ich aber allerdings.
anders nennen. Redstone und Technik. Zack. So, das ist hier noch sowas. Oh, Kohle. Okay. Ich muss also. Okay, hier muss also dann ja Monsterzeug. Mensch, machst du schon dein richtiges Lager? Ja, ja. Ich überlege aber noch mit dem Sortiersystem. Weil ehrlich gesagt finde ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben hier drin in der Survival-Welt. Dann sei es so, ne? Ups. Dann wirst du auf ewig behandelt werden. Gerade bei den Trichtern. Was Nacht? Man braucht so viel Eisen. Ich lege mich mal ins Bett. Achso! Ich dachte, wir wollen nochmal losziehen. Ja, oh, bei dir da ist ein Zombie geil. Vielleicht diese Nacht nochmal kurz sleepen und dann die nächste. Na gut. Gut. Okay. Also draußen unser kleines. Du hast klar eine kleine Zombie-Konsultation. Oh, wie viele Bäume hier gewachsen sind. Wow. Zeit abzureißen. Ja, wir haben ja einen kleinen Wald gezüchtet. Ja, ja. Weiter. Das hast du übers Akro gemacht. So. Boah, immer noch 64 Saplings. Wo ich die denn hin? Wo ich die denn hin? Wow, hast du mich jetzt erschrocken? Erschreckt, meine ich. Was verfolgest du mich? 1, 2, 3, ja, 4 reichen genau aus. 4! Ich hab einen Bogen, wo hab ich einen Bogen her? Von einem Skelett? Bestimmt, ja. Ein Bogen? Was ist denn das von alter Schwachsinn? So ein alter Käse. Die wachsen doch nicht. Ach nee. Dann bleiben hier Saplings ungewachsen rumstehen. Das ist aber nicht sehr umweltfreundlich. Nee, überhaupt nicht. Wie kann man das nur tun? Du, wollen wir mal schnell losgehen und vielleicht. Ach nee, da brauchen wir Eisen wegen Kompass und Redstone. Du, ich glaube, wir müssen mal eine Höhlenexpedition jetzt machen. Moment. Weil ich möchte einen Kompass haben und ich möchte. Ja. Genau. Hm? Ich muss erstmal dieses heillose Durcheinander wieder beseitigen. Mist, hast du eine Eisenspitzhacke? Ach nee, Eisen kann man ja auch mit Steinen abbauen. Gut, dann geht's. Huch! Oh, ja, oh.
Alter! Was hast du hier gemacht? Das weiß, das war ein Creeper vor uns. Oh, hier ist ein Baum gerade gewachsen. Ich werde mich rächen. Grauenvoll rächen. Wo wollen wir denn hingehen? In mein Haus. So, wir gehen jetzt. Oh, das ist aber nice hier. Ja, ne? So, 8 Kisten. So. Du machst doch schon wieder irgendwas. Ich gucke jetzt mal nicht auf deinen Bildschirm, aber die Ruhe und dass ich um die nee, Tür. Ich such gerade, wo bist denn du? Ich bin in meinem Keller. In meinem Hobbykeller. Ah, hier. Okay. Hä? Ist das Sand? Nee, ist Sandstein. Das ist Sandstein, ja. Okay. So, was ist los jetzt? Naja, wir können uns jetzt irgendwo runtergraben und vielleicht nach Eisen suchen. Oh, puh, da muss ich erstmal schnell meine Taschen leer machen. Hier ist Kohle. Fackeln muss ich mir machen. Wollen wir hier runter gleich in deinem Keller oder? Mal schauen. Das wäre eine Möglichkeit. Ach komm, Fackeln kann man die. Oh Gott, viel zu viele Fackeln. Naja. Hehe. Steine. Ach nee, das kommt das mal hier rüber. So, okay. Stöcken brauche ich noch. Hast du noch Stöckchen? Ja, hab ich. Kannst du mir noch welche geben? Warte mal, oder? Vielleicht. Zack. So, so. Schnarch. Ist aber gut. Hier hinter dir liegen welche. Thank you. So. Was könnte man denn noch brauchen? Ach so, das hier, ja. So. Okay. Tapas. Jo, Tapas. So, wo könnten wir runtergraben? Wir könnten uns hier einen Höhlenzugang machen. Das ich will bloß nicht in deinem Keller herum vorwerken. Nochmal, da ist Wasser. Das heißt, wir müssten irgendwo hier uns. Dass wir vielleicht hier so. Oh, Eisen! Oh, ganz viel Eisen! Dass wir uns vielleicht hier so, ja, quasi gemäß diesem Vorgehen hier. Mhm. Das machen wir ein bisschen schön. Uns jetzt hier so runtergraben einfach mal. Ach so, vielleicht sollte man noch. Das Sicherheitsgründen ein bisschen. Ah, Kohle. Erde mitnehmen. Nehme ich mal mit. Ah, ich habe schon wieder einen Zombie. Ist gerade Kohle. Brauchst du was? Jo.
Spider. Jetzt erstmal schön mit dem Spectator durch die Wände gucken. Nee. Das gibt's nicht. Das heißt ja schließlich nicht we will spectate, sondern we will survive. Oh, Höhle. Echt eine Höhle? Ja. Oder rein? Ja. Oh, hier wachsen Blumen. Und hier ist ein Schienensystem. Ja, da ist ein Creeper vor allen Dingen. Oh, eine Hexe. Oh shit, ich bin irgendwo dunkel, wo es dunkel ist. Ja. Oh Gott, Skelett. Oh shit. Hauptsache, es rastet gleich übelst aus. Ah. Oh Gott. Ich habe mein Schild nicht dabei. Warte mal, das geht so nicht. So, ne? Okay, das war spannend. Schon mal. Sehr spannend. Bist du wieder da? Warte. Achso, du bist. Okay, aber jetzt war's. Okay. Ich hol mir mein Schild. Und ich bring noch gleich Schilder mit. Ich hab schon eins. Weil das. Wo ist es denn jetzt? F, so. Boah, hier ist ja was los. Ah, und hier ist auch Eisen. Boah, hier ist ein riesiger Minenschacht. War nur ein Zombie, der hat mich erschreckt. Boah, was geht denn hier los? Ja, der hat bei den Zombie mit umgehauen, das war gut. Und die Fledermäuse nerven. Nerv. So eine Kackhexe hier irgendwo. Kackhexe. Wo denn? Kommst du mal wieder? So, gut. So. Jetzt snack ich mir jetzt erstmal das Eisen. Hallo, oh, Zombie. Wow. Ah, das war gut, hä? Ja, das war gut. Das ist mein Eisen. Eisenneid. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Weil ich möchte jetzt nämlich unbedingt Redstone finden, dass ich mir einen Kompass machen kann. Und dann hole ich mir einen Hund. Gesundheit. Achtung, zu dir kommt ein Zombie. Hallo. Mit einer Schaufel. Cool. Ich hatte eine Schaufel in der Hand. Hat's aber nicht gedroppt. Okay, hier muss ich mal noch zumachen. Also wenn es irgendwo einen Durchgang gibt, der irgendwie nicht sinnvoll ist, dann kennzeichnen wir den mit einem Schild, ne? Weil okay. Ich mache hier manche Zugänge einfach mit Erde zu. Einfach okay. Damit nicht irgendwas durchgekrabbelt kommt, während wir hier mit anderen Sachen beschäftigt sind. Gut. Und dass wir das unterscheiden können zwischen Sachen, die einfach so zugemacht sind und welche, wo einfach nichts ist. Okay. Boah, was wollte ich jetzt sagen? Wollen wir uns dann noch vielleicht irgendwo eine Truhe hintun, um Sachen abzuladen. Zum Beispiel finde ich jetzt gerade sehr viel Kohle und sehr viel Eisen. Ja, ist das. So. Blöde Hexe. Hm. Ich doch die ganze Zeit. Was ist denn das eigentlich für ein Geräusch, was die immer machen, was so klingt wie eine kaputte Autohupe?
Dieses. Ich kann es nicht nachmachen. Irgendwie geht das. So geht das doch. Was die Hexen macht. Also was die Hexe macht. Oh. Ach, ich weiß. Ja, ich hatte es gerade. Ja, das, genau. Ich weiß nicht, die hat einfach wahrscheinlich einen Halskratzen. Wenn man das Geräusch den ganzen Tag macht, dann ist das so. Aha, okay. Ja, wenn du meinst. Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz hoch und würde mir eine Kiste craften. Nein, lass mich nicht allein. Obwohl, nee, ich mach das hier unten. Jetzt mal hier zumachen zur Sicherheit. Werkbank. So, jetzt mit der Werkbank. Tja, was stelle ich denn jetzt hin? Ich stelle die hier in diesen Raum hin. Zack. So. So, Kiste. Ups. Oh, Hauptsache hier ist ein riesen Kohleflöz. Und was? Ein großes Kohleflöz. Okay. Na, ist doch super. Schienen, ja. Kommt alle zu mir, meine kleinen Schienchen. Ich baue mal hier oben das Schienensystem ab. Okay? Ja, okay. Ah! Skelett. Wo? Bei mir. Ach, da steht's. Hä? Seh's. Ach. Meine Güte. Das war ein zäher Bursche. Echt mal. So, wenn du was Schönes gefunden hast, kannst du es in die Truhe tun. Ja, ich sammle hier ganz viel Kohle gerade. Die hier hinten ist so, hier geht es wie gesagt mit dem Minenschacht noch weiter. Hier auch. Ich überlege. Ah! Entschuldige. Ich nehme mal hier noch die Spinnennetze mit. Ah, die passt hier nicht durch. Oh nee, ein Enderman. Oh scheiße, da steht. Oh, da steht ein Enderman und Skelette stehen hier rum. Es wird noch spannend. Das war vielleicht eine ganz gute Idee, dass ich das gemacht habe. Weil in die Minenschacht ist ja ordentlich was los auch. Oh ja. Oh, Alter, hier geht's übelst. Alter. Ah! Was ist denn das heute vor eine kleine Schreibparade? Ich weiß es nicht, hier steht übelst viel Scheiße rum. Das ist gerade überhaupt nicht schön. So. Ich habe jetzt aber ernsthafter Angst. Warte mal. Ach Mann. Boah. Bist du denn so gange? Ach ja. Kommt eine ganze Scheiß her, hier brummt's übelst. Bei dir, okay. Boah, Alter! Oh, ich hab die Hexe gefunden. Ich hab auch das Gefühl, hier ist irgendein Spawner. So, soll ich die mal versuchen kalt zu machen? Soll ich mit dazu kommen? Ja, das wäre super. Okay, Moment. So, TCM, wo ist der jetzt? Ich bin in den Minenschacht, in dem du gerade schon zugange warst.
Ah. Hallo, hinter dir. Okay. Oh, hier. Aber willst du erstmal dein Zeug ablegen, vielleicht in die Truhe? So, was so wertvoll ist? Okay, kann ich machen, ja. Boah, hier geht's aber übelst ab jetzt gerade mit dem Eisen wieder. So, wo ist die Truhe? Hier ist die Truhe. So. Ja, zack, zack. Ja, der Rest ist jetzt in dem Sinne nicht wertvoll. So, na gut. Probieren wir es mal. Halt, stopp. Da. Hier dahinter ist er. Okay. Oh. Oh, Alter, das kann aber nicht wahr sein. Mich hat sie voll gepanzt. Oh, zwei, es sind zwei. Oh, oh. Ups. Oh Gott, Creeper und dergleichen. Ganz schnell mal zumachen hier. Und ich bin tot. Was? Nee. Oh, halbes Herz. Halbes Herz habe ich. Du musst immer essen. Das habe ich jetzt immer gemacht. Ja, ja. Oh, hinter der Wand hier sind bestimmt auch noch übelst viele. So. Hulala. Oh, hier ist ein Spawner. Ich bin ein Spawner. Okay. Ich mache mal hier die ganzen Holzzäune mit weg. Ja. Hallo Zombie. Ich kenne dich doch schon. Hm. Achso, wow. Funktioniert der Spinnspawner jetzt noch? Ich habe ihn kaputt gemacht. Jetzt gerade? Ja. Ja, okay. Ja. Hä? Komm schon. Da hab ich doch gerade jetzt einen Creeper gehört. Das bist du, oder? Ja, also, ja. Blöde Sau. Ah! Ich bin hier. Ah! Spinne, Spinne, Spinne! Hau ab! Nein, nicht mit dem Stock, mit dem. Auch nicht mit dem Steak, mit dem Schwert, bitte. Oh, da ist noch ein Spawner. Hä? Geht aber nach einem normalen Spawn. Ah, das ist eine Höhlen. Das ist ein Höhlenspawner. Scheiße. Scheiße, scheiße, was scheiße. Denn, was denn für ein das ist so ein. Das ist. Oh Gott, ich geh drauf. Das ist so eine Höhle, wo eine Schatztruhe drin ist. Okay, das hat okay, kümmere dich mal um die Spinne, ich mach Licht dran drauf. Lass mich doch mal durch hier. Nein. Oh. Und du. Oh, von Wurde von Buschbohnen auch schon. Oh, was? Echt? Oh, tut mir leid. Oh. Ja, gut, die Folge ist zu Ende. Bis gleich. Ja, bis gleich.